Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Wir haben jetzt eine Shapeshifters SBC Player Card und die schauen wir uns an. Es handelt sich nämlich um Dennis Zakaria von Borussia Gladbach. Und die Karte hat natürlich auch einen Positionswechsel bekommen. Vom zentralen defensiven Mittelfeldspieler ist er jetzt ein Innenverteidiger mit einem 88, mit 88er Tempo. Ist natürlich extrem sick. Und wir schauen uns das Ganze an und lösen dann gemeinsam die SBC, die euch übrigens circa 200.000 Coins kosten wird. Ihr bekommt noch ein Pack von 30.000 mit dazu. Das sollte aber nicht das Hauptargument sein, sondern natürlich die Spielerkarte. Und ja, wir schauen uns das mal an. Er ist ein sehr stämmiger Spieler, 1,91, also sehr groß. Die Arbeitsraten gefallen mir eigentlich ganz gut. Für mich wäre vielleicht besser gewesen mittelhoch, aber gering hoch. Auf jeden Fall in die Verteidigung kann man, hatte ich glaube ich noch nicht gespielt. Spezialbewegung 3 Sterne, schwacher Fuß 3 Sterne. Gut für einen Innenverteidiger, da braucht man auch nicht mehr. Und ja, hat auch eine Sprintgeschwindigkeit von 92, Antritt 81, okay. Wir müssen mal gucken, was man ihm noch geben kann. An Chemie oder beziehungsweise an, was sage ich da? Oh mein Gott, ich bin total lost. Mit einem eventuellen Anker. Ja, ein Anker sieht auch schon wieder ganz gut aus. Da kommt er auf eine grandiose Bewertung von 93. Oder vielleicht sogar ein Shadow tatsächlich. Ja. Ah, sieht schon extrem gut aus. Von seinen Werten auch eine Beweglichkeit 73, das ist in Ordnung für seine Größe auf jeden Fall. Ich glaube, in der Größenklasse gibt es das so gar nicht. Ausdauer 85 und was halt hervorhebt, ist auf jeden Fall nochmal sein gutes Passspiel. Da darf man sich nicht von den 79 täuschen lassen. Kurzer Pass 86, langer Pass 84. Das ist für einen Innenverteidiger, vergleicht das gerne mal mit anderen Innenverteidigern, ist das sehr gut. Auch die Stärke 91 und Aggressivität 96. Ich glaube schon ganz gut, dass der dass er schlucken wird. Beziehungsweise die gegnerische Offensive auf jeden Fall verschlucken wird. Und natürlich mit den Defensivstats sieht das sehr gut aus. Aber lange Rede und kurze SBCs teilweise auch, denn wir haben nur zwei. Und ja, die gehen wir mal an und lösen die. Ihr benötigt dafür keine Loyalität. Ihr könnt das 1:1 nachkaufen, also wirklich easy. Versucht euch dafür ein bisschen Zeit, wartet auch eventuell nochmal so 1-2 Stunden ab, wenn ihr gerade frisch diese SBC nach Veröffentlichung machen wollt. Dann es kann sein, dass auf jeden Fall noch einige Spieler durch das neue Shapeshifters Event an den Markt gespült werden. Das Team 2 sieht ultra sick aus, ultra kranke Spieler, schaut es euch an. Wir machen jetzt hier mal keinen kurzen Überblick über das Team, aber es ist wirklich insane. Und da werden ordentlich Packs gezogen und somit werden die Preise auch vermutlich wieder purzeln. Ich denke kaum, dass diese SBC standhalten kann, beziehungsweise den Markt in irgendeiner Weise reguliert. So ist es leider. Da müssen wir wahrscheinlich auf eine Icon-SBC warten. So, dann wollen wir loslegen. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier durch die Spieler, stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann einfach das Video an der Stelle pausieren, wo ihr den Spieler seht. Und euch den Spieler günstig vom Transfermarkt snipen. Und ja, das war's auch schon. Let's go. Wir sind die Bedingungen nicht durchgegangen, Freunde. Das habe ich ganz vergessen. Okay, machen wir es noch ganz fix, damit wir es auch nicht vergessen. Bundesliga, wir brauchen mal einen Spieler, ein Team of the Week Spieler. Das ist in dem Fall Moreno, den 87er, den können wir da mitnehmen. Eine Teamgesamtbewertung von 85, Teamchemie von 80 und Anzahl der Spieler, na klar, da benötigen wir 11. So, jetzt aber. Das soll es auch schon erstmal gewesen sein. Hier gibt es auch ein kleines Pack, nicht der Rede wert.
Und hier bekommen wir in der zweiten SBC ein seltenes Elektrum-Spieler-Pack. Das hat einen Wert von 30.000. Ja, da kann man ja natürlich sein Glück nochmal hier ausprobieren, ein bisschen rumgambeln. Auf jeden Fall auch kein irgendwie Untrades oder so, das ist ziemlich nice. Und ja, gehen wir auch mal hier wieder rein. Und bevor wir es vergessen, die Bedingungen: Wir brauchen hier wieder einen Teemo's Week-Spieler und hier haben wir den Kolarov genommen. Ja, keine Angst, der hat ein hohes Rating, aber ist ja, sehr günstig. Und den nehmen wir mit. Teamgesamtbewertung von 86, Teamchemie von 75 und Anzahl der Spieler, na klar, wieder 11. Und auch hier, let's go. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Dann haben wir diese SPC gelöst und freuen uns eines super Innenverteidigers, Zakaria. Ob euch diese Karte 200 bis circa, ja, ich denke mal so 190 bis 200.000, könnte eventuell auch ein bisschen günstiger werden. So euch das wert ist, müsst natürlich, das liegt immer an euch. Ich werde es vermutlich nicht machen. Aber das liegt grundsätzlich auch an meinem Team. Das passt einfach nicht. Obwohl, Mann, ich darf nicht. Ich muss sparen, Leute. Aber vielleicht dürft ihr ja und habt ein bisschen Coins gesammelt, denn so teuer ist er ja eigentlich auch nicht. Aber wenn man quasi jede abschließen möchte, so wie ich möchte eigentlich jede SPC abschließen, warum kann ich das nicht? Mann, dann kommt man in, ja, leichte, ja, hat man nicht so viele Coins tatsächlich. Ich habe jetzt 1,2 Millionen, das ist jetzt aber kein gutes Beispiel, sondern ich habe nämlich fast alles verkauft. Ja, aber ich will euch jetzt hier auch nicht volltexten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und es unterstützt, glaube ich, den geheimnisvollen YouTube-Algorithmus. Wenn ihr dem ein bisschen auf die Sprünge helfen wollt, dann unterstützt mich da gerne bei mit. Ja, und wie auch sonst immer, gerne abonnieren, kostenfrei natürlich. Und mehr dazu in der Videobeschreibung. Ja, in diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Tschüss!